Der Symbolismus bringt uns unterbewussten Welten näher. Aber nicht nur jenen der Künstler und Künstlerinnen, auch unseren eigenen. Einen wichtigen Grundsatz zum Kunstverständnis des Symbolismus finden wir schon bei Schopenhauer. Es geht nicht allein um die Lust zur Schau, Kunst soll uns auch zu tieferen Erkenntnissen bewegen. Angesichts der Aufklärung hat sich in vielen Gesellschaften ein immer rationaler werdendes Weltbild etabliert. Die Existenz eines Jenseits wurde nicht mehr als unbestrittene Wirklichkeit betrachtet und die Religion mit ihren Riten und Symbolen verlor zunehmend an Tragkraft. Der Begründer der analytischen Psychologie, Carl Gustav Jung, erkennt in religiösen und kulturellen Bräuchen und deren Bilderwelten eine Ritualisierung des kollektiven Unbewussten. Damit ist ein überpersönlicher Teil unseres Unterbewusstseins gemeint, der unabhängig von den eigenen Erfahrungen existieren soll. Jener wird auf eine ähnliche psychische Grundlage aller Menschen zurückgeführt und äußert sich für Jung in immer wiederkehrenden Traum- und Kultursymbolen, die fast unabhängig von Zeitalter und Lebensweise existieren. Einige davon hält er als Archetypen fest. Die entwickelten Bilder und Symbole, wie zum Beispiel die der christlichen Ikonografie, sollen die Widersprüchlichkeiten der eigenen Seele integrieren und jene sublimiert darstellen. Damit bieten sie auch Schutz. Immerhin kann der Blick ins eigene Selbst auch manchmal schwer zu ertragen sein. Durch eine vernunftbetonte, rationale Betrachtung scheinen solche Bilder aber vielleicht plötzlich banal oder sinnlos. Es kommt zur Entleerung der Symbolik und damit zu einer Art geistigen Armut. Jung spricht von einer künstlichen Trennung wahrer und falscher Weisheit, die eine Spannung im Menschen erzeugt. Hier knüpft die symbolistische Kunst auf gewisse Weise an. Vielleicht sucht sie Ventile, um mit dieser Spannung umzugehen, oder eine neue Verbindung zum Geistigen. Vielleicht soll aber auch eine völlig neue geistige Welt und Bildsprache zutage gebracht werden. Das Werk des Malers und Grafikers Melchior Lechter vereint beispielsweise Symbole eines mystifizierten mittelalterlichen Christentums mit buddhistischen und theosophischen Elementen. Seine bekannten Buchgrafiken sind sowohl durch christliche Meditationszeichen als auch durch indische Mandalas geprägt. Sie besitzen immer Symbolwert. Doch der spezifische Gehalt einzelner religiöser Symbole darf zurückgestellt werden zugunsten einer universaleren Symbolsprache. Laut Jung hat also der Intellekt den Platz des Geistes eingenommen und der Geist ist hinuntergestiegen ins Unbewusste, ins Wasser. Das Wasser ist ein starkes Symbol für das Unterbewusste. Es ist kein Wunder, dass in Kunst und Literatur gerne die dunklen Aspekte unserer Psyche beleuchtet werden. Immerhin handelt es sich um etwas, das eben noch nicht ans Licht gebracht wurde. Die symbolistische Kunst verbildlicht gerne das Prinzip des Dionysischen und Apollinischen, so wie man auch sagen könnte, dass sich das Prinzip selbst im Kunstwollen des Symbolismus äußert. Das philosophische Begriffspaar, natürlich angelehnt an die griechischen Götter Apoll und Dionysos, wurde stark durch Friedrich Nietzsche geprägt. Es drückt die unterschiedlichen Wirkmächte aus, denen ein Menschenleben unterworfen ist.
Das Dionysische beschreibt einen Lebenstrieb, bestimmt durch Zeugung, Leiden und Untergang. Es geht um den maßlosen Rausch des Lebens, in dem Lust und Leid sehr nahe liegen und aus Leid wieder Lust zum Leben geboren wird. Diese Kräfte liegen jenseits von Gut und Böse. Mit ihnen geht auch ein unaufhaltbarer Drang nach Erkenntnis einher. Die Kunst kann den Zugang zur dionysischen Wahrheit eröffnen. Aber das Maßlose braucht auch ein Korrektiv. Jenes wird durch das Apollinische ausgedrückt. Es wurzelt im Dionysischen und ist eine Art Urbegierde nach dem Schein. Es ist die ursprüngliche Kunstgewalt, die das Leben als Erzeugen von Schein versteht. Hier wird wieder von der Schaffung von Imaginationen gesprochen, welche die Wirklichkeit mit ihren Abgründen aushaltbar machen und verarbeiten will. Mit Heftrichs Worten kann wahre Kunst bei Nietzsche als der aus dem Blick in den Abgrund gewonnene Wille zum Schein bezeichnet werden. Klimts Fakultätsbilder verkörpern das Prinzip des Dionysischen und Apollinischen besonders schön. Die Werke waren umstritten, weil sie nicht den von der Universität gewünschten Blick auf die Wissenschaften zeigten. Stattdessen kann man sie als Versuch, grundlegende Wirkmächte des Lebens zu erfassen, verstehen. In dem Bild Die Philosophie wird links eine Linie gezeichnet, vom fruchtbaren Ursprung hin zum Vergehen als dynamische Einheit. Daneben wird die Welt wie eine rätselhafte Allegorie dargestellt und unten taucht die Gestalt des Wissens und Erkennens auf. Das Werk Die Medizin macht die Vorstellung einer engen Verbindung von Tod und Eros, wie sie uns in der symbolistischen Kunst immer wieder begegnet, sehr deutlich. Wie soll aber der Symbolismus diesen Schein erzeugen, der uns zur Erkenntnis führt? Schopenhauer ist der Ansicht, dass solche Kunst nur suggerieren darf. Die betrachtende Person sollte sich zudem rein anschauend und geistig verhalten. Das Wollen und der Intellekt stehen dabei nur im Weg. Er scheint fast ein intuitives Schauen zu beschreiben, bei dem der Betrachter und die Betrachterin mit ihrem Unterbewussten in Verbindung treten können. Diese Vorstellung eines geistigen, ganzheitlichen Zugangs finden wir dann später auch bei Jung. Eugène Carrières Bilder tauchen entsprechend dazu wie schemenhafte Gestalten vor uns auf und lassen Spielraum für eigene Assoziationen. Er zeigt uns immer wieder das Thema der Mutterschaft. Jenes hat eine besondere Bedeutung für den Symbolismus, auf die wir später noch zurückkommen. Viele symbolistische Künstler gehen aber auch völlig anders vor. So wie Granville. In seinen Karikaturen gestaltet er neue Welten voller Detailreichtum, in denen Menschen, Tiere und Dinge miteinander verschmelzen. Eben jene schonungslose Genauigkeit seiner Grafiken stößt uns vor den Kopf und führt uns vielleicht gerade so zu Erkenntnissen. Über die eigene Entfremdung zum Beispiel oder unsere kapitalistischen Wertevorstellungen. Wichtig ist vor allem der indirekte Weg, den die Symbolisten wählen. Bilder, die uns mit unseren inneren Welten konfrontieren, können sowohl Faszination als auch Abwehr hervorrufen. Wahrscheinlich ist gerade die Mischung aus beiden das Konzept vieler bekannter Künstler. Die Grafik ist ein besonders wichtiges Medium für den Symbolismus. So kann die Abwesenheit von Farbe und Körperlichkeit zu mehr Assoziationsspielraum führen. Auch der Künstler Max Klinger schreibt der Grafik einen großen Stellenwert zu, vor allem in Form von Zyklen. Ein immer wiederkehrender Gedanke der Symbolisten ist es, die Idee der Dinge einzufangen. Diese Formulierung finden wir auch bei Schopenhauer, dessen Gedankengut sehr prägend für Klinger war. Der Künstler schreibt, dass diese in solchen Zeichnungen eine besondere Versinnbildlichung erfährt, da sich uns gerade durch die Darstellung als Abfolge widerstrebende Empfindungen vor Augen führen lassen. Hier sind wir erneut bei dem Bild der Widersprüchlichkeit, wie wir es auch bei Jung finden. Laut Klinger zeugt die Malerei von Formgefühl, während die Grafik einem Weltgefühl entspringt.
beispielhaft für diesen Ansatz lassen sich die Werke von William Blake präsentieren. Er greift in vielen Bildern auf religiöse und mythologische Themen zurück, übersetzt diese aber in eine aus seinem Inneren stammende visionäre Bildsprache. Hofstetter beschreibt seine Kunst als Versuch, eine Weltordnung zu erfassen und zu verbildlichen, wobei der Künstler aus seinem Unterbewussten schöpft. Hier sehen wir eine Illustration zu der Geschichte des Hiob. Sie erzählt von einem Mann, dessen Gottesgläubigkeit durch harte Prüfungen auf die Probe gestellt wird. Blake unterstreicht in seiner Interpretation, dass der Protagonist zwar gläubig ist, aber vor allem an den institutionalisierten Formen von Religion festhält, anstatt wahre spirituelle Erkenntnis und Verbundenheit anzustreben. When the Morning Stars Sang Together ist ein Ausschnitt aus der Serie, der die Erschaffung der Welt durch Gott zeigt. Der Symbolismus führt uns aber nicht nur traumhafte Visionen vor Augen, sondern beschäftigt sich auch direkt mit Traumbildern und dem Vorgang des Träumens. Durch Träume kompensieren wir Erfahrungen und erleben unterbewusste Assoziationen und Reaktionen im Hinblick auf Gefühle und Geschehnisse des Wachzustands. Es existiert aber auch die Annahme, dass Traumerlebnisse auftreten können, die unabhängig von unserer persönlichen Erfahrung sind. Sigmund Freud bezeichnet archaische Überreste als Grundlage für solche. Jene folgen aus einer Art Anatomie des Geistes, in der die unterbewusste Entwicklung des archaischen Menschen gespeichert ist. Einer solchen Annahme könnte Jean-Paul Sartre mit seiner existenzialistischen Sichtweise wahrscheinlich nur widersprechen. Betrachten wir nun ein weiteres Bild aus Blakes Zyklus. Wir sehen Lucifer als gefallenen Engel. Die im Menschen verwurzelte Vorstellung der Auffahrt in den Himmel und dem Abstieg in die Hölle ist bei Jung ein grundlegendes Sinnbild für die Relativität jeglicher Moral. Eine weitere Illustration dieses Prinzips findet sich in Hiobs Traum, in dem ihm Gott als gespaltenes Wesen mit Hufen eines Dämons erscheint. Wir kennen Goyas und Füßlis berühmte Bilder, in denen Albträume wie Ausgeburten des Bösen auftreten. Aber es sind nicht nur dunkle Traumbilder, die uns die symbolistische Kunst zeigen will. Betrachten wir zum Beispiel Odilo Redos Werke. Seine Gemälde tauchen wie farbenfrohe Erinnerungen unserer schönsten Träume vor uns auf. In seinem Werk versucht er auch den Ursprüngen des Menschseins näher zu kommen, wobei er besonderen Wert auf den Zustand der Metamorphose legt. Märchen und Mythen können als Grundsituationen des menschlichen Lebens verstanden werden. Im Kontext zu diesem Ansatz formulierte Jung auch seine Lehre von den Archetypen. Der Heldenmythos hält sich zum Beispiel in den verschiedensten Kulturen schon über Jahrhunderte hinweg sehr hartnäckig. Die psychoanalytische Forschung nach Jung betrachtet den Archetyp des Helden als Sinnbild für die Entwicklung des eigenen Selbst. Das Erreichen der Reife ist dann durch den Tod des Helden symbolisiert. Anima und Animus gehören zu den grundlegendsten Archetypen, die Jung festschreibt. Er bezeichnet sie als unterbewusste Seelenanteile, die sich komplementär zum Außen verhalten. So ist die Anima der weibliche Aspekt bzw. eine weibliche Personifikation im Mann, und der Animus ein männliches Urbild in der Frau. Der Animus kann auch in Form des Helden auftreten. Jung wiederholt in diesem Konzept sehr dichotome Konstruktionen von Geschlecht. Trotzdem wollen wir aufgrund der Fülle an unterschiedlichsten Frauenbildnissen den Begriff der Anima etwas näher beleuchten und so eine Brücke zu dem neuen Themenkomplex schlagen. Das innere Bild der Anima ist einerseits überindividuell,
tritt aber geprägt durch Erfahrungen, zum Beispiel durch jene mit der eigenen Mutter, anders in Erscheinung. Als Hexe, als femme fatale oder als überirdische Verkörperung bedingungsloser Liebe. Marie-Louise von Franz, deren Arbeit eng mit Jungs Thesen verbunden war, meint in Paul Gauguins Frauenbildern die erste Stufe der Anima zu erkennen, die rein biologische Körperhafte. Wobei wir hier bedenken müssen, dass uns Gauguin mit seinem malerischen Symbolismus auch eine allgemeine Sehnsucht nach einem natürlicheren Zugang zum Leben zeigen will. Als zweite Stufe wird die idealisierte, geheimnisvolle Schöne genannt. Diese Thematik kommt besonders bei den Kunstwerken der Präraphaeliten zum Tragen. Betrachten wir beispielsweise Dante Gabriel Rossettis Proserpina. Das Gemälde zeigt das Modell Jane Morris, eine Frau, mit der der Künstler eine Liebesbeziehung führte. In der Literatur wird das Bild immer wieder als Ausdruck für sein Begehren nach jener interpretiert. Aus einem psychoanalytischen Blickwinkel könnten wir solche überirdischen Frauen jedoch auch als Anima-Projektionen betrachten, als überindividuelle und ursprüngliche Seelenanteile der Künstler selbst. In dieser Hinsicht sind auch Salvador Dalís Worte zu jenen Frauenbildnissen bemerkenswert. In seinem Text zum gespensterhaften Surrealismus des ewig Weiblichen in der präraphaelitischen Kunst bezeichnet er die dargestellten Frauen unter anderem als fleischliche Phantasmagorien, falsche Erinnerungen aus der Kindheit. In Sir John Everett Millais Bild der Ophelia finden wir wieder eine enge Verknüpfung von Eros und Tod. Auf jenes spielt Dalí im selben Text an, wenn er von einem nekrophilen Frühling schreibt. Der Anima-Begriff beschreibt aber nicht nur Seelenanteile in weiblicher Gestalt, sondern auch das Lebendige an sich, das Prinzip des Lebens. Dieses lässt sich wieder als die Idee der Dinge übersetzen. Vielleicht suchen die Symbolisten diese Essenz eben in Gestalt solcher transzendenten Frauenwesen. Diese Art der Mystifizierung des Weiblichen war natürlich nicht nur positiv konnotiert und ist eng damit verknüpft, dass die Gesellschaft den Bereich der Vernunft und der Öffentlichkeit vor allem dem Mann zuschrieb. Johann Jakob Bachofens 1861 erschienenes Mutterrecht versucht, das Matriarchat als Grundlage unserer Gesellschaft zu belegen. Seine Theorie besagt, dass Ordnungen, in denen die Frau als lebensspendende Göttin verehrt wurde, dem Patriarchat vorausgegangen waren. Im Gegensatz zu früheren Forschungen zu matriarchalen Systemen wird diese Vorstellung bei Bachofen positiv bewertet. Seine Herangehensweise ist sehr intuitiv und beruht zu großen Teilen auf Interpretationen von griechischen Mythen und antiken Kunstwerken. Wegen der unzureichenden wissenschaftlichen Belegbarkeit stieß das Werk vielfach auf Kritik. Trotzdem waren seine Ansichten sehr prägend, zum Beispiel für Jung, der dann später den Mutterarchetypus formulierte und ihm einen besonderen Einfluss zuschrieb. Max Klinger verarbeitete die Auffassung der Weiblichkeit und weiblichen Sexualität als Ursprung des Menschseins auch in einigen Werken. Die große Göttin ist der Name der folgenden Darstellung. Bemerkenswerterweise ist die Erscheinung der weiblichen Gottheit auffällig irdisch gestaltet. Es könnte sich genauso um das Abbild einer modernen Frau handeln. Klinger setzt sich auch direkt mit der Situation der Frauen seiner Zeit auseinander und übt Kritik an der Instrumentalisierung der christlichen Betrachtungsweise von Eva als Sünderin und Gefahr zur Unterdrückung der Frau im Patriarchat. In seinen Grafiken zu Eva und die Zukunft zeigt er uns Zukünfte als Folgen des Sündenfalls. Eva wird hier als die Mutter der Zukunft gezeichnet.
Betrachten wir seine erste Zukunft, sehen wir dies am Ende eines felsigen Weges auf uns warten, als Schicksal für jede und jeden Einzelnen. Die dritte und letzte Zukunft zeigt uns dann den Tod als erschreckendes Wesen mit Rambock, das über den angstverzerrten Gesichtern der Menschen schwebt. Die Linie der Waffe führt uns direkt zu einem Kreuz im Hintergrund und weist die Szene damit der christlichen Vorstellungswelt zu. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Tod finden wir noch in einigen anderen seiner Grafiken. Diese Thematik nimmt in der symbolistischen Kunst generell großen Raum ein. Früher wurde sie kollektiv behandelt, eben durch das Christentum und seine Jenseitsvorstellung zum Beispiel. Nun ist der Tod zu einer persönlichen Frage geworden, mit der sich jeder und jeder Einzelne konfrontiert sah. Betrachten wir Klingers Tod als Heiland, sehen wir einen versöhnlicheren Zugang zum Sterben, der vielleicht eher der persönlichen Sicht des Künstlers entsprach. Seine Darstellung Amor, Tod und Jenseits spiegelt die so oft zitierte Verbindung von Tod und Eros wider und bildet sogar das Jenseits ab, als etwas Undefinierbares, aber Existentes. Die Künstler versuchten, ihren individuellen Zugang in eine kollektive Sprache zu übersetzen. Ihr Weg führt vom Subjektiven ins Objektive. Steigen wir jetzt dabei hinaus aus dem Bereich des Unterbewussten und wählen den Weg vom Objektiven ins Subjektive. Wir gehen auf die Straße, um in die persönlichen Welten von Passantinnen und Passanten einzutauchen. Mal sehen, welche unterbewussten Bilder beim Betrachten unserer symbolistischen Werke zutage treten. Gruselig und düster. Ja. Oder düster. Düster, würde ich sagen. Ja. Ein bisschen cringe aus. Und wie fühlst du dich, wenn du das Bild anschaust? Nicht gut. Von wem ist das? Ja, ein Mann, das hat was Religiöses, aber er zweifelt, weil er so dunkel angezogen ist und dunkel schaut. Dann das rechts, das rote, das ist was im Gegensatz zur Religion, was Sinnliches, vielleicht Teufel, Sexualität, keine Ahnung. Die Sünde, okay, jetzt habe ich es, ja, die Sünde, ja, da ist ja die Schlange, ja, aus Adam und Eva. Drei Beine, das kann irgendwie eine Frau sein. Das erinnert irgendwie, dass alle hier so leiden müssen. Ja, vielleicht so ein bisschen so Qualen erleiden. Ja, so Ferkelqualen. Schau, ja, das sieht voll aus wie ein Schwein, finde ich. Auch sagst, es ist eine wilde Feier, das ist schon groß. Ja. Schon aus wie er so. Kommt aber düster rüber. Stimmt, das sieht ja nach Hexe aus. Ja. So ein bisschen auch so ein bisschen der Zorn kommt rüber und die Schuldzuweisung. Schuldzuweisung, stimmt, Schuld hat was. Und da hinten sieht aus wie so Löwen. Oder ich weiß nicht, ob das Menschen sein sollen, aber es sieht aus wie wilde Hunde oder Löwen. Ja, so Fratzen irgendwie so ein bisschen. Ja. Mhm. Aber Schuld ist gutes. Aber hier ist irgendwie diese Dialektik da, Mann und Frau, das ist ein bisschen eigenwillig. Wie so eine Hexe und die kann dich in ihr Unheil reinziehen oder du kannst hinten ins Licht gehen. Was ist da? Eine Mannspinne. Ja, und es schaut irgendwie sehr, sehr sanft und gefühlvoll und sehr gruselig und düster zugleich aus, finde ich. Es hat so was sehr Liebevolles, Sanftes und aber auch was sehr Bedrohliches. Ja, die Frau, sie hat mit dem Leben abgeschlossen, sie versinkt jetzt dann im Wasser in irgendeiner romantischen Verzweiflung, alles mit Blumen garniert, also es wird so schlimm nicht werden, so ungefähr, so romantische Verzweiflung in der Richtung, ja. Auf der einen Seite ist es sehr dunkel, der Hintergrund, aber dann der weiße Blütenstrauß vorne, das irgendwie, ja, vermittelt dann ein bisschen Hoffnung.
die Welt und die möchte die Seele wird offen sein. Ja, das zeigt dieser Körper, das möchte offen sein, aber im Kopf wahrscheinlich das, was anderes hat und die Traurige. Das ist richtig, oder? Ja, also er ist auf jeden Fall sehr kritisch. Also ich finde, es erinnert mich ans Ausgeschlossensein irgendwie und dann so irgendwie es schön zu finden, wenn andere Menschen sich nahestehen, aber gleichzeitig auch immer ein bisschen zu denken, dann ist, dass man nicht Teil davon ist, so dass es so dieses Ambivalente hat. Daran muss ich denken, so daran erinnert es mich. Ich muss irgendwie so an Märchen denken. Ob es in der Nacht ist oder ob es da keinen Himmel gibt, ja. Keine glücklichen Menschen. Einfach, ja. Als würden hier alle schreien, traurig, genau. Sein. Ja. Sauer. Sehr düster. Der Helm schaut irgendwie aus wie so ein Gallier-Helm. Ich finde es toll. Mich interessiert es. Man kann das schon mitfühlen, aber vom heutigen Denken ist das schon ein Stück weit entfernt, würde ich sagen. Ja? Mhm. Okay? Thank you.